Mein Name ist Schubert. Olaf Schubert. Und wie mein Name schon verrät, bin ich Spross eines uralten Geschlechts. Große Namen sind in meiner Ahnenreihe. Hier, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa. Er war Zimmermann in Bethlehem, allerdings arbeitslos. In der Wüste hatten sie ja kein Holz. Den ersten Kontakt mit Holz hatte er eigentlich erst am Kreuz. Und hier mein Ur-Ur-Ur-Onkel Spartacus. Na, machen wir mal los. Er kämpfte für Gerechtigkeit, obwohl er kein Hühne war. Oder nur ein kleiner Hühne, ein Hühnchen. Und trotzdem hatten alle Respekt vor ihm. Hallo! Er ist auch verwandt mit mir. Kennt ja jeder. Tete, Mozart. Na ja, geht doch. Oberst Stauffenberg, der Führer fragt, wo Sie so schnell hinwollen. Hier mein Groß-Groß-Cousin. Das Attentat auf Hitler war ja gut geplant, ging aber leider völlig nach hinten los. Und das ist mein Schwipp-Schwipp-Schwipp-Schwager. Er hat mit rein mentaler Kraft die Mauer geöffnet. Glaubt er bis heute. Na hoppla. Na, mach mal rüber. Tja, doch trotz all ihrer großen Taten waren sie unglücklich. In grausame Liebesbeziehungen verstrickt, die meist sogar in blutsaugendem Nachwuchs gipfelten. Eine Zappel-Philippine. Kinder. Haben wir eine kleine Hamburg? Da sollten Sie Ihr pädagogisches Konzept aber nochmal überdenken. Oder in Ihrer Beziehung stimmt was nicht. Also, das ist keine normale Reaktion eines Kindes. Sie sind ja vielleicht niedlich, aber ich bin noch keinem begegnet, das mir intellektuell auch nur annähernd ebenbürtig war. Und Frauen waren ja nur dazu da, um Kinder in die Welt zu setzen. Das Ganze ist ein Schwanz, der sich ins Gesicht beißt. Nicht mit mir. Denn ich interessiere mich nicht für Frauen. Mein Leben ist also schön. Oder es könnte schön sein. Jedoch gibt's da einen, der ständig nur an Stammbaum und Fortpflanzung der großen Ahnenreihe denkt. An dessen letzter Stelle ich ein schattiges Dasein genoss. Dieser eine war mein Vati. Hier, Vati, habe ich für dich selbst gekauft. Brauchst du einen Quatsch nicht. Also, beim Musical. Beim Musical geht's jetzt wirklich richtig vorwärts. Musik. Ich kann's nicht mehr hören. Mein Leben lang habe ich versucht, dir was beizubringen und du machst Operette. Musical? So macht man heute Millionen. Sicher doch. Und mit dem Geld kann man was bewirken. Forschen, Frieden stiften, Hunger abschaffen. Weltweit. Mindestens. Du willst den Hunger abschaffen. Ja? Siehst doch selber aus wie ein äthiopischer Albino. Stotter nicht rum, das war ein Witz. Der war gut. Du willst also die Hungersnot beenden. Die Brote sind ja quasi schon im Ofen. Du hast nicht mal dein Studium beendet. 7 Studien, alle abgebrochen. Also Moment, die Fußpflegerlehre habe ich zu Ende gemacht. Ach, du bist ein Schubert und leider der Letzte. Du schuldest der Welt etwas. Also gründe eine Familie, damit ich endlich meine Enkel kriege. Ach, diese Leier wieder. Dein Bruder würde im Grabe rotieren. Ach, Vati, immer die alten Geschichten. Sag mal, hast du mal eine Vase? Manchmal denke ich, was für wunderbare Enkel mir Heiko geschenkt hätte. Es trifft fast immer nur die Falschen. Die Schuberts. Ein glorreiches Geschlecht. Und so soll es zu Ende gehen. Sie verstehen meine Sorgen doch. Die sich das vorstellt. Ich habe gar keine Zeit für Frauen, denn ich habe 3 äußerst befriedigende Hobbys. Erstens trinke ich sehr gerne Tee und labe mich an den mannigfaltigen Sinnsprüchen. Haus bauen, Baum pflanzen, so ein Zeug. Das hatten wir doch schon mal. Ja, hilfst du fein beim Suchen, Iljitsch? Das kann doch nicht wahr sein. Das wird doch von ganz oben gesteuert, sowas. Zweitens, ich liebe die Gartenarbeit und pflanze zur Freude aller sehr gerne Bäume. Also zur Freude fast aller. Was wird denn das? Das ist Säumel, mein Nachbar. Nicht? Ich sehe doch, dass du was vorhast, Schubert. Für dich immer noch sie, ne?
Ich beobachte dich, Schubert. Ich beobachte dich. Und ich muss sagen, mit ihm verbindet mich nichts. Und das ist schon aufgerundet. Und drittens, ich mache sehr gerne Musik. Meine Fresse! Das ist teuer, das Gelumpe, Mann. Ich hab voll einen Schlag bekommen. Das ist Atomstrom. Bin ich womöglich noch verstrahlt? Ich sag mal, bin ich hier nur von Amateuren umgeben? Die Konstellation war schwierig. Ein begnadeter Texter wie ich arbeitet mit durchschnittlichen Musikern zusammen. Aber trotzdem glaubte ich an den Erfolg. Mit Musik den Hunger stillen. Aus brotloser Kunst Brot zu machen. Das war meine Vision. Ich hätte gerne Brot bestellt. Welche Sorte? So brotiges Brot, so Brotbrot. Für wann? 8 Monaten, circa. Brotiges Brotbrot für in 8 Monaten? Circa. 20.000 Stück. Ach, sag mal, 50.000. Ich weiß ja auch nicht, wie die Hunger haben, die Hungrigen. Manfred, kommst du mal bitte? Hier ist einer, der will 20.000 oder 50.000 Brotbrote für in 8 Monaten. Circa. Kriegt er. Aber nur gegen Vorkasse. Premiere ist erst im September. Dann erst erfolgt Finanzfluss. Da schon mal notieren. Ich komm noch mal vorbei. Ach, und ist das Rucola? Das sind Blumen. Auch wenn Fadi das nicht versteht, ich habe einfach keine Zeit für Frauen, denn selbst ein Olaf wie ich muss arbeiten. Im Sozialzentrum Klötzsche helfe ich Menschen mit Problemen. Schubert. Ah, Mumm, Frau Seibt. Es ist bereits wieder 9:15. Ja, ich konnte diesmal warten. Und obendrein versuche ich seit geraumer Zeit, meiner Chefin Fördergelder für das Musical zu entlocken. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Sie mit 20.000 Euro Fördergeld anstellen wollen und warum es ausgerechnet ein Musical sein soll. Alle machen Musicals, aber Queen, jede Quarktasche. Das ist heutzutage. Ich wollte zur Frauensprechstunde. Zimmer 14 bei Frau Drögers. Ganz hinten links. In Ihrem Antrag ist völlig unverständlich, worum es da überhaupt geht. Schubert! Rassismus, alles die Großen, das ist eine Arbeit, echt? Apropos Arbeit, da wartet Ihre Arbeit, Ihr neuer Klient, der Herr Kaul. Ah, na, da wollen wir mal helfen, dem Herrn Paul. Kaul. Platz nehmen, bitte. Wo drückt denn der Schuh? Nach der Krankheit von meinem Vater war ich arbeitslos. Dann haben sie mich gefändet. Hat sich die Frau von mir getrennt und war eben die Sache mit dem Unfall, wo ich dann selber auch sozusagen, wo es dann gar nicht mehr ging. Für die Betroffenen ist das ja immer schwer, ne? Aber wo ist denn jetzt Ihr Problem? Die Situation insgesamt. Also wenn. Na ja, ich sag mal, Ihre Situation, Herr. Kaul. Wie Quappe. Ja, aber wissen Sie, wie es mir geht? Ne? Ich mach das ja quasi karitativ, also nur für Sie. Na ja, Sie werden doch von der Stadt bezahlt. Bezahlt? Also das, was ich hier mache, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Und wenn es Ihnen um Geld geht, also da sind Sie hier falsch, hier geht es um Ihr. Ich meine, Sie haben sich doch da selber reingeritten. Ja, ich konnte doch gar nichts machen. Ich habe keine Arbeit und keine Wohnung und jetzt habe ich auch noch Diabetes. Ich. Das ist schwer für Sie, natürlich. Aber ich meine, Sie machen sich erst mal grundlegend Gedanken, wohin die Reise gehen soll. Und wenn Sie Hilfe brauchen, wirklich, ich bin immer für Sie da. Ja, aber ich hab doch... Ich? Schon wieder ich? Nee, mal ganzheitlich betrachten. Helikopteroptik. Ich mache zum Beispiel jetzt ein Musical und das mache ich nicht für mich, das mache ich auch für Sie. Herr... Kaul. Genau, Kaul. Das ist ein guter Anfang. Und da machen wir nächste Woche weiter. Okay? Tschüss. Danke. Bitte. Und wo finde ich Fliesenkleber?
Fliesenkleber, auch ganz einfach. Entschuldigung, bitte. Fliesenkleber, gerade hinter, dann wieder rechts, nochmal links, nochmal rechts. Baumzahnen. Regal. Entschuldigung, ich befinde mich gerade in einem Beratungsgespräch. Hm? Ich wollte nur wissen, wo der Baumsamen liegt. Erstens, ein Baumarkt ist keine Baumschule. Zweitens, ein Baumarkt ist zur fachgerechten Lagerung von Baumsamen ungeeignet. Dafür gibt es Samendarren oder professionelle Klänganstalten. Drittens? Meine Schuhe. Oh. Danke. Danke. Begegnen wir uns bereits? Nicht, dass ich wüsste. Einmal im Monat gehe ich zu Fadi, angeblich zum Essen. In Wirklichkeit geht es jedoch nur um das genitale Primbamborium. Aber auch heute wird er mich nicht aus der Reserve locken. Olaf, ich habe da gerade einen neuen Hengst aus der Kamark bestellt. Ein erstklassiges, edles Tier. Herrlich. Flaubert. Flaubert. Der besamt wöchentlich. 4 Stunden. Kannst du nicht mal 5 Minuten an was anderes denken? Woran denkst du denn jetzt wieder? Ach so. Oh, also das war jetzt wirklich nicht gemeint. Du machst mir das Leben zur Hölle. Ich dir? Ich lass dich doch wirklich machen, was du willst. Dass du in einer Bruchbude haust, okay? Dass du dich nicht für Pferde oder Stammbaum interessierst, auch gut. Aber du trägst unsere Gene, also gib sie gefälligst weiter. Ein Sohn ist doch das Einzige, was ich von dir verlange. Und damit versuchst du mich mürbe zu machen? Denkst du, ich weiß nicht, dass das von dir kommt? Du trinkst Tee? Ja, selbstverständlich. Ein Teetrinker. Ein Mann in den besten Jahren seines Lebens trinkt fermentiertes Unkraut. Dir kann man doch überhaupt gar nichts recht machen. Weil du nichts, aber auch gar nichts zustande bringst. Also wenn du so weitermachst, dann sorge ich noch auf meine alten Tage für Nachwuchs. Es reicht. Du bekommst deinen Sohn, deinen Enkel oder irgendeinen Balk. Aber dafür bekomme ich meinen Frieden. Und zwar für immer. So. Schön wär's. Aber wie willst du bitte schön eine Frau rumkriegen? Mit einem Kräutertee? Das ist Yogi-Tee, Mann. Yogi-Tee. Ja, tu doch nicht so. Da denkst du, ich weiß nicht, dass du die Sinnsprüche manipulieren lässt? Ich manipuliere Yogi-Tee. Das hat sich schon mal jemand totgelacht. Fati? 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 Fati kippt einfach um und ich soll standhaft bleiben. Die ganze Planung der Familientradition schien ihm noch mehr zuzusetzen als mir. Und was ist das? Sauerstoff. Sauerstoff? Mein Vater ist sauer genug, da bräuchte man was anderes. Süßstoff. Abgemacht. Einen Sohn. Und du bekommst deine Ruhe. Aber schnell. Da kriege ich jetzt also eine Frau. Na gut. Wenn man ready vorrampeln. Kann ich Anzeige aufgeben? So, brauche Frau? Also so, wie man es halt so macht. Alleinstehender, attraktiver. Mhm. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Also vielleicht alleinstehend ist so ein bisschen oldschool. Weiß man, ein bisschen mehr Pep. Single. Single sucht Frau. Das assoziiert ja auch so ein bisschen den Singer-Songwriter. Alleinstehender, Single und Songwriter. Sucht? Ja. Obwohl, nee. Suchen ist so nicht gefunden oder verloren. Also alleinstehender, Single, Songwriter. Hat Zeit für Frauen. Frau? Und jetzt kommt, was haben Sie denn so für Vorstellungen? Eine? Hübsch, gerne, muss nicht hübsch, aber auch hässlich ist irgendwie auch blöd. Suche Frau, Zustand egal. Hm?
ungefähres Alter. Gerne 20 bis 50 oder drunter oder drüber. Gerne, bei mir geht's gerne drunter und drüber. Backen und kochen, putzen, kein Hindernis. Im Haushalt einfach mit dabei. Ja, aber auch draußen, überall. Sie kann putzen, kochen, wo sie will. Also da will ich gar nichts einschränken. Und Sex ist erwünscht oder so? Ja, wünscht ist vielleicht übertrieben, aber natürlich gehört dazu. Ja. Eine Frau, wenn man sich mit ihr unterhält, die dann einfach auch mal ruhig ist. Wir können es ja verdichten, dass man sagt, Olaf, such Frau, gerne fruchtbar. Das müsste dann mit dem Teufel zugehen, oder? Macht das nicht Appetit auf mehr? So machen wir's. Das gerne online, digital und Internet. Wohu, wohu, Fadi? Hä? Wer ist Jana? Die Anzeige ist noch aktuell. Treffen unbedingt. Ich, ja, ich, klar. Ich habe so eine Fahne dabei. Tschüss. Ein Rendezvous, darauf hatte ich null Bock. Aber für Fatis Ahnenreihe war ich bereit, mir den Buddy zu pimpen. Wenn es jetzt zwischen uns nicht funkt, kannst du dir nicht zum Schluss zwei raussuchen. Ich. So, erstmal. Glaub. Tee. Tee. Klar? Ne? Zwei. Ich das ist für uns beide jetzt eine schwere Situation, klar. Ja. Aber damit wir da erstmal reinkommen, habe ich das vorbereitet. Also jetzt kein Lebenslauf oder so, sondern einfach mal bloß so stichpunktartig. Weißt du, 7.11. 67. Geboren. Blauen. Vogtland. Dann ganz normal. Also gestillt bis zum dritten Monat. Also meine Mutter wollte eigentlich länger stillen, aber weil ich habe immer so und die war richtig wund. Das war alles richtig genutzt und deshalb hat sie dann Flasche. Also du siehst, ich bin als Kleiner bin ich immer richtig ran. Ja, und weil beide Elternteile viel gearbeitet haben, war ich dann viel bei meinen Großeltern. Ich habe viel gearbeitet mit Buntstift und A4 und Fatih war immer total begeistert. Und im Turn, da war ich eine glatte 1. Ne? Darum haben die anderen Kinder immer meine Nähe gesucht, also richtig körperlich. Und dann begann meine literarische Phase. Die Mädels haben mich angeschmachtet. Die waren aber noch nicht so reif wie ich und waren von meiner lyrischen Potenz und von meinem Versmaß völlig überfuttert. Du hast ein schönes Gesäß, du bist ein schickes Gefäß. Ich will dich betanken mit super, du brauchst nicht zu danken. Und wenn du es nicht willst, dann verkaufe ich es eben an die Zeitung. Ihr werdet schon noch sehen von mir und hören. So ein Typ war ich. Mann, das sieht ja richtig mitgenommen aus. Was ist jetzt los? Hey, was denn? Wir kennen uns jetzt schon so gut. Ich meine, da sag doch einfach, was los ist. Ich kann damit umgehen. Du bist einfach 0,0 mein Typ, Mensch. Was soll denn das jetzt mein Typ? Wir sind ja hier im Kindergarten. Denkst du, du bist mein Typ? Es geht um Zukunft. Hier geht's um Kinder. Es geht um uns, Jana. Wir beenden das jetzt besser. Hey, du musst doch dein Tee bezahlen! Alles gut hier? Ja. Haut ab, grundlos. Ohne zu bezahlen. Für euch ist natürlich doof, ne? Aber weißt du was? Dabei nehme ich den Tee. Es gibt eben solche und solche. Und das macht dann 2,80. 2,80? Mach mal 1,50, ne? Das war ja nicht mein Tee. Was machst denn du hier? Ich dachte, du kommst mit. Hä? Wohin? Ja, zur Demo. Die Rechten wollen aufmarschieren. Seit wann bist denn du rechts? Gegen Demo, Mann. Sag mal, bist du neu? Hier. Ah, fick.
antifaschistische Initiative klotschen, aber jetzt los. Natürlich wird ein Olaf wie ich an jeder Front gebraucht. Aber wie soll ich mein Sexualorgan in Stellung bringen, wenn alle an mir rumzerren? Seltsamerweise hatten Fatis Fortpflanzungsprobleme ja sogar eine politische Dimension. Bei der AFIG, der antifaschistischen Integrationsgruppe Klotsche. AFIG kämpft gegen die reaktionäre IFAG, die Initiative für anständigen Geschlechtsverkehr. Wir AFIGer sind lustbetont und weltoffen. Die IFAGer sind verklemmte, blutleere Molche. Mit Jochen, meinem alten Freund und Bandgitarristen, war ich jeden Montag auf der Demo. Unsere Papiere mal bitte! Hey, Jana! Hast du dir noch mal anders überlegt? Ihre Bekleidung verhüllt mehr als 50% ihrer Gesichtsoberfläche und verstößt somit gegen das Vermummungsverbot. Bevor es hier Stress gibt, dann entmumme ich mich eben. Nein. Pass auf, das ist alles angemeldet und legal. Das ist doch wirklich reine Schikane. Ne? Also Papiere. Alles da. Habt ihr gar nicht. So, was die Zeitung über dich schreibt. Naja, sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, verschon mich mit einem Kompost. Dann lieber wieder Blumen. Die muss man wenigstens nicht essen. Nächstes Mal bringst du mir was Richtiges mit. Also, geht's voran? Ja, wir haben halt viel geprobt. Die ganze Woche. Ob du eine Frau hast? Ja. Also, ich führte manch vielversprechendes Gespräch. Ui, einer deiner Ahnen. Ein gewisser Giacomo Girolamo Casanova war einer der größten Verführer aller Zeiten. Und was macht sein Urenkel? Er führt vielversprechende Gespräche. Casanova? Der Casanova? Das heißt, in mir steckt quasi ein Casanolaf. Hallo, Senta Olaf. Okay. Ich bin Sprachrohr derer, die nichts zu sagen haben. Weißt du? Gibt's denn ernste Krankheiten in der Familie? Wie viele Kinder möchtest du mal haben? Mindestens 4. Und wie viele eigene? Und das ungefähre Alter? 33. Nee, das ist das ungefähre Alter. Ungefähr. Nur ungefähr. Ungefähr 30. Meinst du, bist du überhaupt schon reif für mich? Mein Name ist Mandy und das Wichtigste in einer Beziehung ist für mich Sinnlichkeit. Natürlich nicht ohne die Basis einer angemessenen Sachlichkeit, gepaart mit Offenheit und Ehrlichkeit, sind das für mich die Grundpfeiler allumfassender partnerschaftlicher Zweisamkeit. Hallo. Über Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Höflichkeit und Sauberkeit brauchen wir gar nicht erst zu palabern. Das sehe ich alles als absolute Selbstverständlichkeit. Und die Art, wie du sitzt und wie du guckst, das zeigt mir, dass das Projekt Wir, also You and Me, in Einigkeit für die Ewigkeit durchaus eine Chance hätte. Wie verbleiben wir jetzt? Ich bräuchte zeitnah eine Antwort von dir. Ich stehe in zweiter Reihe und die Parkoleute ab. Du hast ja auch so was Stutiges, das finde ich gut. Ne? Nicht so ein Leopard, sondern irgendwie so richtig Brauerei. Au, Arschloch. Mein Kompliment hatte eingeschlagen, zumindest bei mir. Aber ein Einschlag ist kein Rückschlag. Entspannung würde ich jetzt bei einer elastischen Probe finden. Das ist der Titelsong. Mann, du musst da mal was reinlegen von dir. Du hast doch so viel hier Volumen. Jetzt reinlegen. Das reimt sich ja noch nicht mal. Ja, aber wie wär's denn zur Abwechslung mal mit richtigen Texten, mal was Sinnvolles, was mit Substanz, mit Weibern zum Beispiel. Weiber. Halte die Kappe, Mann! Ja, sag mal, was ist denn mit dir jetzt los? Jetzt gib mir auch mal so einen Hopfenstrunz hier. Du und Bier? Na komm, Großer, gib's zu, du suchst eine Frau und kriegst keine. Hm? Ach, ich guck so ein bisschen rum. Es geht mir auch gar nicht um eine Frau. Ich brauche einfach einen Sohn. Also ein vorzeigbares, ein Nach-Olaf. Olaf der Zweite. Auch ein Olaf der Zweite braucht eine Mutti. Wir sagen, ohne Frauchen wird er nichts. Ne? Du bist kein Mann und du wirst nie einer werden. Du kriegst nie eine Frau. Eine, die mir ebenbürtig ist, gibt's einfach nicht so oft, klar? Eine Frau für dich, so ein Brot muss erstmal gebacken werden, verstehst du? Du kriegst nie eine Frau. Punkt. Wenn ich will, kriege ich sogar
2. Doppelpunkt. Moment. Herein. Ich wollte eigentlich zu Frau Drögers. Also ich bin's nicht. Begegneten wir uns bereits? Also sehe ich so aus, als würde ich mich im Baumarkt rumtreiben. Wissen Sie, wann Frau Drögers wiederkommt wegen des Frauensprechnachmittags? Eigentlich sind Sie ja richtig schön. Hä? Haben Sie einen Freund? In was bitte? Nee, warum? Dann übernehme ich Sie. Ich würde aber doch lieber zu Frau Drögers. Die kommt ja wieder. Morgen. Hier im Büro. 14 Uhr. Versprochen. Tatsächlich. Weißt du, was bei Frauen immer zieht, wie man die garantiert rumkriegt? Ja, du musst irgendwie... Bleib du selbst und vor allen Dingen zeig deine Gefühle. Gegen sexuelle Ausbeutung. Hast du nicht irgendwas, was schneller geht? Gegen sexuelle... Alkohol zum Beispiel. Ah. Gegen sexuelle Ausbeutung. Schubert, kommen Sie bitte mal in mein Büro. Nee, jetzt. Ich hab ja hier Arbeit. Unverzüglich. Schubert. Herr Kaul wurde nach einem Suizidversuch ins Krankenhaus eingeliefert. Das tut mir leid. Standen Sie ihm sehr nah? Schubert, Herr Kaul, Ihr Klient seit über 3 Wochen. Der Herr Kaul. Gut, dass ich ihm helfen konnte. Ich meine, ohne meine profunde Krisenintervention, Mist, wäre ihm der Selbstmordversuch bestimmt geglückt. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Eine Überraschung. Frau Drögers ist ja krank. Plötzlich, vermutlich, Husten. Da werde ich Sie wohl übernehmen müssen. Das Theater können Sie sich sparen. Ich wusste, dass Sie jetzt hier sitzen. So besser. Ich wollte mir rein zufällig gerade ein Gläschen Sozialsekt. Sie möchten doch bestimmt auch. Ich trinke niemals Alkohol. Am Tag. Ich auch. Und immer nur ganz kleinen Schluck. Kleiner Spaß. Was ist Ihr Problem? Ich fürchte, Sie sind nicht derjenige, der mir helfen kann. Nein. Nein. Sie müssen hierbleiben. Egal was ist, ich kann Ihnen helfen. Also wenn ich Ihnen nicht helfen kann, dann müssen Sie mir helfen. Ich bin ein schwerer Fall. Trauen Sie sich das denn zu? Unbedingt. Unbedingt. Wie ist denn der Name? Ich meine, wir wollen uns ja jetzt hier kennenlernen. Ich will Sie nicht unter Druck setzen, aber ein bisschen mitmachen müssen Sie da schon, Frau... Mehnert. Frau Mehnert. Ja, bitte. Gab es denn ernsthafte Krankheiten in der Familie? Mütterlicherseits eine spontulose Ysiakrie, aber nichts Erbliches. Das ungefähre Alter? 35. 35? Das ist ja ein herrliches Alter. Ich meine... Alle guten Dinge sind ja 3 und das ist bei der 30 gleich 10-fach der Fall. Und dazu die 5, ne? Die ist so solide mittig eingebettet zwischen ihren anderen Geschwisterziffern. Keine Angeber 9, huhuhu, ich bin die höchste Ziffer und auch keine Loser 0. Also leicht zu multiplizieren und trotzdem ungerade. Stark und zärtlich. Also eine herrliche Zahl. Eine trinomisch avirulente Zahl. Unbedingt. Und momentan ausgeübte Tätigkeit? Entwicklung von Tyrosinkinase-Inhibitoren an monoklonalen Antikörpern. Das ist ja hier... Krebsforschung. Genau. Wir stehen kurz vorm Durchbruch. Also schon im Endstadium. Wozu wollen Sie das eigentlich alles wissen? Das ist rein privat. Wie? Privat? Sind Sie irgendwie ein...
Also, ich sah in ihr Gehäug und wusste, jetzt will ich's wissen. Und was ich wissen will, das steht auf diesem Zettel. Das finde ich praktisch. Fakten schaffen, Unklarheiten reduzieren. So bin ich auch. Interessant. Aber die meisten Männer sind damit überfordert. Und ich denke mittlerweile, das liegt an mir. Nein, nein, nein. Die meisten Männer unterliegen einer Partnerschaft immer noch verkrusteten Denkstrukturen. Exakt. Dabei kann der Mann von der Frau so viel lernen. Ich meine, im Großen und im Kleinen. Und auch im Mittleren. Ja. Also die Frau ist ja erwiesenermaßen in hierarchisch klar strukturierten Bereichen die bessere Führungskraft. Ja, weil der Mann in seinem meist wirtschaftlichen oder merkantil motivierten Hegemoniestreben die gesamtheitliche Perspektive vermissen lässt. Ne? Er sieht nur das Individuum, er überfasst gar nicht die Blickweite unserer menschlichen Gattungsart. Viele Frauen fühlen sich ja wohl in der Rolle der Herdprinzessin. Ich muss natürlich der Mann handeln und sagen, jetzt hör mal auf mit dem Gekoch, hör mal auf mit dem Gestaubsauger, geh doch mal raus, dich verwirklichen. Exakt. Ja, die Probleme sind natürlich systemimmanent. Miteinander frei sein, Freiraum geben, aber auch ganz klar eingrenzen. Ohne auszugrenzen. Also ich habe immer extrem Druck gespürt. Also erst mit 20 habe ich mich befreit, habe diesen Ballast über Bord geworfen. Bei mir war das erst viel später. Ich musste ja studieren, Biologie. Und dann musste ich meinen Doktor machen. Längst bekannte stupide Repetieren. Ich habe das alles gehasst. 35 Jahre hat das dann gedauert, bis ich meins gefunden habe. Forschung. Ich meine, in einer Beziehung ist man ja auch erforschen, ne? Immer spüren, was will der andere? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Ich habe ja nie dazugehört. Also entweder war ich das hässliche Kamel oder die Streberin. Und im schlimmsten Falle beides. Ich höre immer anders als die anderen. Ich meine, die anderen waren irgendwie auch anders, aber die anderen waren immer gleich anders. Ich bin immer anders, anders. Ich meine, apropos anders. Ich meine, was machen wir denn sonst? So, Handball. Wie? Handball? Sport? Ich meine, also Entschuldigung, aber das ist mir wirklich zu banal. Da wird das wohl nicht mit uns. Schön. Körper, Körper, Körper außen rum, über außen. In, dranbleiben, weiter, weiter, Kopf hoch, gucken, Räume sehen, in den Raum, in den Raum, in den Raum! Boah. Ja. Üben mit dem... Hey! So. Mal, jedes Mal! Ey, das ist meine Freundin! Jetzt machen wir gut! Nie in dem Ton, Mann! Also, wenn ich da nicht gewesen wäre, dann wäre das womöglich eskaliert. Ja, das war ja richtig gut. Also, echt, Sie bitte. Dir nie zugetraut. Also, der Gruß der Küche. Gruß zurück. Du hast mich verteidigt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand sowas für mich gemacht hat. Ja, logisch. Ich meine, würde ich immer wieder. Sag mal, was wolltest du eigentlich damals auf dem Baumarkt? Ich muss umziehen, neue Wohnung. Natürlich darf ich mit meinen Klienten vom Sozialamt nicht, mir nichts, dir nicht zusammen in eine Wohnung ziehen. Ne? Aber na? Für Fatis Wunsch und den Stammbaum muss man eben auch mal eine Ausnahme machen. Frauen wollen das. Du,
sollst mir den Rücken eincremen. Mann. Na klar. Ich würde nur mal gucken, ob du es merkst. Na dann. Na dann. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Frau Maynard. Meine Mimi. Ich bin die Pamela. Pamela. Meine erste eigene Freundin. Und gleich eine Pamela. Feldniveau. Na, Iljitsch. Der will nur spielen. Das ist Iljitsch. Der Iltis. Mein Iltis. Da brauchst du nicht eifersüchtig sein. Wir müssen jetzt aber schlafen. Mach dir keinen Kopf. Gute Nacht. Nuff, nuff, nuff. Iljitsch, hast du eigentlich auch einen Heimnager? Mhm. Ratten. Niedlich. Im Labor. Für Versuche. Wir sind halt anders, ne? Aber wir lassen uns so, wie wir sind. Also wenn du zum Beispiel den für eine Frau ja völlig natürlichen Impuls verspürst, was zu konsumieren, einfach machen. Ich hege keinen Groll wider deiner Instinkte. Weißt du? Warum soll ich denn was konsumieren? Keine Ahnung, weiß nicht, irgendwas. Also vielleicht ein neues Sichtvehikel. Gefällt dir meine Brille nicht? Doch. Die ist spitze. Echt. Aber man kann ja immer noch mehr machen. Aus einem Typ. Weißt du? Fati, was denkst du, hab ich heute mitgebracht? Na, was schon? Eine Freundin. Und jetzt kommt's. Sie heißt Pamela. Absoluter Wahnsinn, oder? Pamela, komm, Fati, komm mal rein. Gib mal Fati. Guten Tag, Herr Professor Schubert. Welche Überraschung. Diese wunderschönen Blümchen. Ich hab dir versprochen, sobald ich eine eigene Freundin hab, stelle ich sie dir vor. Also ich habe ihm schon immer alle Freundinnen vorgestellt. Die meisten. Geben Sie mir Ihre Hand, Pamela. Sie haben gute Hände. Ja, das ist wichtig, gute Hände. Und der Rest erst. Bitte haben Sie Geduld mit ihm, er ist naiv, aber er hat ein gutes Herz. So, dann machen wir wieder los, ne? Denn Pamela muss nämlich auf Arbeit. Wie schön. Und was machen Sie? Rezeptive Simulation. Also richtig mit Abschluss. Rezeptive Simulationen mit Tyrosinkinase-Inhibitoren. Ah, monoklonale Antikörper. Dann beschäftigen Sie sich also mit B-Lymphozyten. Momentan untersuche ich die Fusion zwischen Hybridiumzelllinien mit Hypoxanthin und die Wechselwirkung mit Aminopterin. Die Biosynthese von Pyrimidinbasen. Wir befinden uns ja noch in der klinischen Erprobung. Bei kardiovaskulären Problemen wirkt Apciximab deutlich stärker auf die Thrombozyten. Andererseits finde ich, dass bei Hypercholesterinämie eher ein Interleukin 6 zur Prävention eingesetzt werden sollte. Aus onkologischer Sicht völlig richtig. Haben Sie schon über den Einsatz bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie nachgedacht? Da präferiere ich Ecolizumab. Gerade bei Glomerulonephritis wirkt der C5-Komplementfaktor, vor allem wenn man bedenkt, dass... Ja, prima, dass ihr euch so gut versteht. Aber wir müssen jetzt wirklich los. Schade. Ja, es war eine höchst erfreuliche Begegnung, Pamela. Ganz meinerseits. Wiedersehen. Na? Habt ihr schon? Was? Wie ist er im Bett? Ja, achso, na, passt erst mal rein. Und, ja. So, bist du ein Mann oder eine Memme? Ran jetzt. Beim nächsten Mal bringst du mir Zigarren und meinen Cognac mit. Ja, Kuchen auch noch? Ich meine, bin ich Rotkäppchen? Das ist in deinem Zustand völlig unmöglich. Du klingst schon wie diese frigide Oberhose. Ich brauch was Ordentliches zu essen, nicht diesen orthopädischen Fraß hier. Der schmeckt nach Stützstrumpf. Ich kann den... Positiv.
positiv und... Ja! 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 Ja, Pamela! Wie eine besenkte Sau. Sag mal, mit dem bist du wirklich zusammen? Seit knapp 2 Wochen. Und? Habt ihr schon? Wir sind noch nicht dazu gekommen. Er ist ein bisschen klemmig. Ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was du von dem willst. Er ist irgendwie alles auf einmal. Egozentrisch und fürsorglich. Naiv und klug. Klug? Er ist der erste Mann, der mich wirklich angeguckt hat. Mich. Das hat noch keiner gemacht. Ich war immer Luft für die Männer. Klar, ich war im Studium mit welchen im Bett, auch mit meinen Dozenten. Aber das waren irgendwie alles Langweiler, Fachidioten. Verstehe. Und jetzt wolltest du einfach mal so einen richtigen Vollidioten. Ich war happy. Und die gegnerische Mannschaft hat nicht nur verloren, die haben nicht mal gemerkt, dass sie in der falschen Garderobe sind. Mädels, ihr wart epochal. Ihr habt diese Klotscherstrunzen zerlegt. Ihr habt diesen Dorfkühen so richtig... Ihr wart aber auch gut. Also, meine Handballerinas, ich muss jetzt mal was loswerden. Also, wie ihr überzeugt als Mannschaft, also als Frauschaft, das ist phänomenal. Also, die Solidarität in eurer Truppe, das hat jeder draußen gespürt. Da kann ich wirklich nur sagen, Respekt. Also, wenn ihr was braucht, was weiß ich, Handbälle oder Luftpumpen, ich bin da. Jederzeit für euch. Und am meisten natürlich für dich. Oder? Ja. Ich würde dann jetzt duschen. Ja, klar. Komm, Olaf. Privat lief's richtig gut. Die Zeugung von Fatis Enkel war nur noch eine reine Formalität. Beim Musical hingegen stagnierte die Kreativität. Die Kollegen waren widerborstig, ja regelrecht bockbeinig. Hier, Handball! Fall. Na, Sport, Mann, wie jetzt hier? Hunger, Handball und Laminat, ja, alles in einem Stück. Wenn du Massen begeistern willst, damit was rumkommt, dann musst du was anbieten. Und bei uns fehlt was. Da fehlt Physis, da fehlt Dynamik. Und das ist Sport. Das habe ich einfach im Gespür. Mein lieber Freund, ich sag dir, was hier fehlt. Kohle fehlt hier. Seit Monaten versuchst du, Förderkohle ranzukriegen. Und? Was passiert? Nix. Stattdessen versuchst du, deine Scheißalte mit Scheißsongs über Scheißhandball zu begeistern. Du, für das mich... Das hat doch mit der Pamela nur wirklich mal überhaupt gar nichts zu tun. Das magst du so denken. Für mich ist an dem Punkt Schluss, Abfatz. Da kann ich nur gratulieren. Prima. Das habt ihr wirklich spitze hingekriegt, Peter. Da verstehe ich den Bert. Also, würde ich genauso reagieren, ist doch klar. Hey. Du kommst aber spät. Ich war noch beim Optiker. Und? Besser? Ich hab gekocht. Nudeln mit Soße. Hab ich mir selbst ausgedacht. Ich mag ja am liebsten Salat. Ich finde ja, Salat schmeckt wesentlich besser, wenn man den ganz kurz vorm Essen gegen Gulasch eintauscht. Wie war dein Tag? Gut. Die Isotopen-Prenat-Extension, die stagniert gerade. Mhm. Aber am Styrox-Portal, da gibt es bestens definierte Önogene. Und da sitze ich jetzt gerade dran und extrahiere. Also richtig extrahieren, das stelle ich mir auch toll vor. Aber ist das nicht völlig verkopft? Ich meine, kann man da auch mal locker sein? Wieso? Ich bin locker. Mhm. Iljitsch, na, komm mal hier. Nein, wir essen die Erwachsenen. Hier ist der Onkel Olaf und die Frau Professor. Und du gehst jetzt mal schön in den Kreml. Hier gibt's auch was für dich. Frau Doktor, Olaf, Doktor, nicht Professor. Ja, ja. Sag mal, warum warst du eigentlich damals im Sozialzentrum? Also in der Frauensprechstunde. Hast du ein Problem mit Männern? Also, naja, ein bisschen. Na Mann, das musst du mir erzählen, da müssen wir drüber reden, Pamela. Das ist mentale Hygiene.
Also meine letzte Beziehung endete, weil ich neurologisch etwas impulsiv war. Ach, das sagst du mir jetzt. Also mit anderen Worten, du hattest schon mal einen Freund. Ist das ein Problem für dich? Freue mich für dich. Ist das schön? Es ist doch so, man lernt sich kennen und trennt sich. So ist es doch im Leben, oder? Pamela, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und wir haben ja viel erlebt, Höhen und Tiefen. Wir sind uns näher gekommen, ja, aber auch noch nicht so richtig. Und ich möchte deshalb jetzt noch nicht um deine Hand anhalten, sondern erstmal um deinen Körper. Ich möchte den Geschlechtsakt vollstrecken. Mit dir. Das wurde aber auch Zeit, dass du mal fragst. Na, ich habe ja auch viel zu tun. Wo bist du hin? Im Schlafzimmer. Nee, beim Essen. Das machen wir mal in Ruhe. Dann nehmen wir uns mal Zeit, dann machen wir mal nur das. Ich kann dir also auch Ilch nie mit reinziehen. Ich muss Fati anrufen. Das ist wirklich. Das ist echt dringend. Ja. Ach, da bist du. Wo bist du? Na, wo schon? Hast mich doch eben hier angerufen. Im Krankenhaus. Schön. Also, nicht schön. Na, dann erzähl doch mal. Was soll der Blödsinn? Gib mir doch mal die Pamela. Pamela? Nee, die ist gar nicht da. Pamela ist weg. Tschüss! Schwester? Sind das Rückstände aus dem OP? Pam. Ich dachte, du hast mit deiner Arbeit zu tun. Na klar. Ich meine, das, was ich mache, das kann eben nur ich. Deins kann jeder. Ich meine das doch nie abwerten. Ich will nur sagen, du bist halt austauschbar. So. Wissenschaft, Zahlen, Tabellen, Formeln. Also ich muss kreativ sein. Ich muss Lösungen suchen. Spontan. Weißt du, du bist immer so kontrolliert. Du tust mir so leid. Du hast hier eine neue Brille. Die ist aber richtig. Die ist richtig pfiffig. Bring den Iltis in Sicherheit. Ich will nicht, dass der zuguckt. Sexualität, das ist ja die Urkraft in uns allen. Ne, die ist ja einfach da. Da kann ja keiner was dafür, weißt du? Und ich finde, das ist so eine richtige Prise Geschlechtsverkehr. Nach den ganzen Wochen bringt das noch mal so richtig frischen Wind in unsere Beziehung. Und wenn es Fragen gibt, jederzeit. Wie oft hatten wir denn schon Sex, Herr Schubert? Nö, mehrfach. Mindestens. Wir haben ja einen entscheidenden Vorteil, weißt du? Ich habe einfach überhaupt gar kein Problem mit Sex. Halt deinen Schubert-Schnabel. Der Polunder bleibt an. Von Professor Schubert, Schwester Birgit. Schwester, könnte ich mal meinen Vater sprechen? Der schläft noch. Ach so. Ja, dann könnten Sie mir mal ausrichten, dass ich Geschlechtsverkehr hatte. Ist ja vielleicht auch für Sie ganz interessant, Schwester Dings hier.
Also er braucht sich wegen Nachkommen keine Sorgen machen, ich habe da was eingeleitet. Hm? Okay. Ne? Morgen. Alles gut? Bei dir? Nuff. Alles in Ordnung? Natürlich, klar. Ist irgendwie anders. Ja, ich bin ja immer anders. Und deshalb hast du mich ja auch gern. Du bist trotzdem abweichend von deinem Normverhalten. Ich will nur, dass es gut geht jetzt. In der neuen Situation. Ja, in der neuen Zeit. Jetzt. In welcher neuen Situation? Obwohl ich durch die genitale Betätigung tatsächlich nur 3 Gramm leichter geworden war, fiel Fatis tonnenschwerer Druck von meinen Schultern. Es war vollbracht. Kinder, Fleisch gewordene Zukunft? Sie öffnen uns Herzen, Seelen und Bauch. Sie sind so zart wie im Frühling der Lauch. Kinder, gezeugt durch die Kraft der Lenden, werden sich bei Problemen immer an die Eltern wenden. Ja, finde ich ziemlich gut. Toll, oder? Für Lauch habe ich auch, glaube ich, gleich ein paar Töne. Machen wir aus. So, in der Richtung. Ich meine, Kinder, als Thema, fürs Stück zuzüglich zum Hunger, weißt du? Passt schon, ja, kann man nehmen. Sag mal, kommt eigentlich irgendwann mal hier der Rest? Ich sitze hier Schlendrian am Bosporus? Nee, da kommt keiner weiter. Die meinen alle, das hat Kinds weg ohne Herrn Stefan. Herr Stefan, also wenn es der Herr Stefan so wichtig ist, dann hol ich ihn euch eben. So, komm, Rolf, noch einen kurzen. Na, feiern fetzt. Jawohl, jawohl. Na dann, meine Liebe. Oh, hoppla. Na, komm denn jetzt noch? Machst du mal auf, bitte. Na, wer ist denn hier? Vati, da steht ein ganz hässlicher Mann vor der Tür. Das stimmt. Hier ist ein Mann. Ein Mann. Das ist aber wirklich ungünstig jetzt, Großer. Ich hab volle Hütte hier. Meine Frau feiert Geburtstag. Ach, komm, das ist überhaupt kein Problem. Du hast Geburtstag. Echt? Wirklich? Komm her. Alles Gute. Wirklich. Alles Gute. Alle da? Mensch, cool. Hallo. Ich bin Onkel Rolf. Onkel Rolf! Wir kennen uns schon, ne? Mensch, und die Oma ist auch da. Das ist Inge, die Schwester meiner Frau. Ja. Komm. Hopp. Ne? Und ich. Ah, und hier, die Große, ne? Sieht man. Das ist ja quasi Tante, also Onkel, der weibliche Onkel und eure, die Neffin, der Nicht. Bleib sitzen. Ich will überhaupt nicht, ich hol mir einen Teller. Das findest du lustig, ne? Reichlich, aber immer kleine Stücke. Gib mir. Pass auf, na, und? Hier, bist du Mann oder eine Memme? Ja, komm. Es ist so schade, dass die Truppe sich aufgelöst hat. Wir haben uns ja nicht aufgelöst, wir haben nur im dramaturgischen Prozess Probleme. Das meinst du vielleicht. Aber die Musik wird ja fehlen, Schatz. Und später auch. Außerdem war das immer ein sehr guter Ausgleich für die ganze Arbeit. Den ganzen Stress mit den Kindern hier. Ihr wolltet bestimmt auch, dass der Vati wieder Musik macht, oder? Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Rolf. Macht's gut. Tschüss. So, tschüss. Tschüss. Nee, das war dein Tschüss. Du wolltest doch auch gehen, oder? Stimmt, ich muss los. Schade. Und du kannst wieder mitmachen. Weißt du, wir vergessen das Ganze. Und das mit der Kohle habe ich auch geklärt.
Kannst du deinem Hamster erzählen, du? Jetzt aber endlich zu Fadi. Zur Feier meiner vollzogenen Samenabgabe schmuggelte ich ihm endlich heimlich seine Leibspeise in die Klinik. Es hat geklappt. Und kein Cognac. Echt gute Tropfen. Professor Schubert, das habe ich mir noch gar nicht erzählt. Raten Sie mal, wer mich vor kurzem anrief und mir spektakuläre Details über sein Intimleben mitteilte. Klingt spannend. Ich muss los. Haben Sie nicht etwas vergessen? Und denk an deine Tropfen. Was für Tropfen? Nahrungsergänzungsmittel. Rücksprache gehalten. Hm? Sie können unsere Räumlichkeiten für Ihre Gesprächsrunde nutzen. Yes, ich weiß es. Wenn Sie Mist bauen, dann können Sie die Gelder für Ihr Musical vergessen. Was? Sie wissen ja, dass er mich verlassen ist. Frau Seibt. Ah, der Herr Kaul ist wieder da. Selbstversuch so schnell erholen, dann werden wir aber noch lange Freude aneinander haben. Mittlerweile war die politische Situation in der Stadt im wahrsten Sinn des Wortes verhärtet. Mit warmer Luft hieß es jetzt, die erhitzten Gemüter abzukühlen. Ob Bulgare oder Eskimo, Coitus macht jeden froh. Wir bieten den ausgestreckten Arm des Dialogs an, Säumel. Wir sind auch für Dialog. Ich war eher für Dialog. Ich hab angefangen. Wir sind auch für Dialog. Ich hab angefangen. Wir sind auch für Dialog, aber erst, wenn ich ausgeredet habe. Gut! Ich bin fertig! Aha! Ich hatte es wieder einmal geschafft, verkrustete Strukturen aufzubrechen. In der großen Tradition meines Ur-Ur-Ur-Ur-Uronkels aus Nazareth stellte ich mich in den Dienst zur Versöhnung und brachte beide Parteien zum Dialog an den runden Tisch. Sachlich und unemotional konnte jetzt bei etwas knapper Gebäck die Problematik der sexuellen Freiheit in einer locker, unverkrampften Diskussion penetriert werden. Ich habe auch noch Tee. Bier ist da, wenn jemand einen Tee möchte. Für dich? Irgendein Krankenhaus. Melat? Sind Sie sicher? Was ist ihm zugestoßen? Ui. Und wie ist... Gut, ich versuche Herrn Schubert zu erreichen. Ich bin immer eben abwesend. Mensch, Olaf. Warum gehst du nicht ran? Wir sind hier mitten im Diskurs. Das Krankenhaus hat angerufen. Die haben dich nicht erreicht. Er liegt auf der Intensivstation. Irgendjemand muss ihm Alkohol verschafft haben. Rufen Sie mich bitte, wenn sich sein Zustand verschlechtert. Das tut mir leid, Fadi, aber... Aber Pamela hat gesagt, mach doch. Und sie ist die Doktorin. Also ist sie schuld. Fadi, jetzt sag doch mal was. Ich hol die Schwester. Ich hab die ganze Zeit gedacht... Doch doch nicht rum. Du bist schuld, niemand sonst. Mir geht's nicht gut. Aber... Das Schnitzel und der Cognac war es wert. Pamela ist schwanger. Na, und? Na, was und? Ja,
Denk, du freust dich. Na, 14 Junge. 14 Junge, ich hab alles reingelegt, was ich hab. Herr Gott, mir geht's gut. Ganz wie Sie wünschen, Herr Professor Schubert. Ganz wie Sie wünschen. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Aber ich danke Ihnen, Pamela. Sie haben meinen alten Mann sehr, sehr glücklich gemacht. Worüber habt ihr geredet? Du bist so herrlich. Ja, nur, dass es uns gut geht. Weißt du, wir sind doch so glücklich jetzt, wo wir Vati werden. Ich bin nicht schwanger, falls du das meinst. Hä? Wie nie schwanger? Wir haben da extra eine erotische Einheit geschoben. Ja, aber warum sollte ich denn deswegen automatisch schwanger sein? Ja, jede normale Frau wird durch den Empfang des Samens schwanger. Ich meine, du warst erregt, du hast doch das Scheidensekret abgesondert. Das steht in jedem Buch. Ich meine, du als Akademikerin solltest das wissen. Oder stimmt mit dir irgendwas nie? Ich nehme die Pille. Wie? Du tötest unser ungezeugtes Leben? Ich weiß es nicht. Der ganze Geschlechtsverkehr umsonst. Das klingt, als wäre es was Schlimmes für dich gewesen. Nein, natürlich. Sexualität ist wichtig, das muss sein. Aber ich meine, irgendwas Zählbares sollte dabei schon rauskommen. Was bist denn du für ein... Ich meine, warum machen wir denn den ganzen Zirkus hier? Nur damit ich schwanger werde? Ja, siehst du mal als Chance. Ich habe das jetzt außerdem allen schon erzählt. Soll ich jetzt... Ich meine, ich mache mich doch nicht zum Eumel. So, und du hast gesehen, wie sehr sich der Vati freut. Der wünscht sich nichts sehnlicher, als einen Enkel in den Arm zu halten, als wenn der Vati stirbt. Vorher. Also, dann bist du schuld. Echt. Mädel. Ich soll also deinem Vater zuliebe ein Kind kriegen. Ich meine, wenn der Vati mal nie mehr ist, dann bin ich ganz alleine auf der Welt. Das willst du doch auch nicht. Ich meine, ich muss doch auch mal an mich denken. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Das ist das Krankeste und Egoistischste, was ich je gehört habe. Ich habe immer gedacht, du bist nur naiv, aber du bist ja völlig dissoziativ. Oh, sei du selbst. Hab ich noch gar nicht. Mann, Pamela, ich hab doch nur mal laut gedacht. Ehrlich und offen, so ist unsere Beziehung, oder? Das ist doch das Schlimme. Ich hab immer gedacht, du magst mich. Ich hab mit dir alles geteilt. Wohnung, Bett, Geld. Ich hab mich von dir bevormunden lassen. Oh Gott, ich hab von Anfang an gesagt, das Geld, das du verdienst, das darfst du doch selber ausgeben. So einen liberalen Typen musst du erst mal finden. Ich hab dich mit meinem Geld quasi ausgehalten. Mann, du weißt doch, was ich leisten muss, während du... Was? Na, da... Furchtst auf Staatskosten. Mensch, dein Rumgekrebse. Du liegst zu den Leuten auf der Tasche. Du musst doch mal wach werden. So, Schluss jetzt aus. Es reicht. Du bist ein schizoider Soziopath. Verfickte Scheiße nochmal. Ich will dich nie wiedersehen in meinem ganzen Leben. Pamela. Was ist das schon für ein beknackter Name, ey? Jetzt geht's mal nur um mich und meinen Schmerz. Aufzubauen. Die gestrigen Geschehnisse ziehen die vielen Jahre mühevoller Arbeit in den Dreck. Alles perdu, ihretwegen Schubert. Wieso
So, es wurde aber eine lebhafte Diskussion. Lebhaft? Ein Polizeieinsatz, zwei Krankenwagen, Sachbeschädigung, Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum. Also wissen Sie, Frau Sepp, das ist jetzt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ich habe gerade jede Menge private Probleme. Ne? Ich meine, außerdem, Sie haben doch am meisten getrunken. Verlassen Sie sofort das Objekt. Okay, dann müssen wir das jetzt eben aufarbeiten. Sofort! Ich will sie nie wiedersehen. Und die Gelder für ihren Musikirrsinn, die können sie sich unter ihre Vorhaut massieren! Pamela, Mann, ich hab dich überall gesucht. Ich hab dich gesehen. Ich dachte, ich wäre verrückt. Mann, ich freue mich so, dass du da bist. Mensch, Schubert! Ich wusste ja, was du einander machen willst, aber... Bist du jetzt schon? Mensch, mach die Hafenmusik aus! Also besonders, denn das war ein Unfall, das mit Illich sowas passiert. Ne? Und ich weiß nicht, ob er es schafft. Also dem geht's wirklich nicht gut. Ja, es war ein Unfall. Wir sprechen heute Abend. Du bist ein Schatz. Nichts ist gut. Also, ich habe einen Fehler gemacht. Und das war natürlich ein Fehler, einen Fehler zu machen. Jetzt hör mal zu. Noch nie in meinem ganzen Leben hat mich jemand so verarscht wie du. Ich habe gedacht, dass du der Richtige bist. Ich könnte dich lieben. Und du denkst, ich bin eine Gebärmuschi. Fertig, stopp, aus. Ein Glas Wein. Und die Welt sieht ganz anders aus. Hau ab. Verschwinde aus meinem Leben. Nee. Für immer. Sofort. Thank you.
nicht schwanger. Das muss aber an ihr liegen. Und jetzt ist sie weg. Sie meinte, dass sie mich liebt. Aber woher soll ich denn das wissen? Da muss ich mal was sagen. Und ich würde ja um sie kämpfen, aber das will sie auch nicht. Wenn ich das schon höre, kämpfen, kämpfen, Quatsch. So eine wunderbare Frau muss man lieben. Da bekennt sich endlich eine Frau zu dir und du, was machst du? Versemmelst es wieder. Du liebst sie doch, oder? Na, dann sag's ihr verdammt nochmal. Ich bin kein Mann der großen Worte. Dann zeig's ihr gefälligst. Ist denn das so schwer? Mal wegen der Anschlüsse. Die waren doch schon fertig. Ja, ja, aber die Kairohre am Flansch, die sind ja Ulmut. Ulmut. So, und ich habe jetzt die Spundmuffel verdengelt zu Hause, aber jetzt müssen wir sie, weil sie ja kalt gewärmt ist, veröden. Plus, fixolieren. Fixoliert. Ach so. Danke. Liebe Gäste, liebe Zuschauer. Frau Schöller, wie beurteilen Sie die aktuelle Tabellenposition Ihrer Mannschaft? Unsere Torfrau Constanze Rüffler-Erft hat letzte Saison stark gespielt und wir haben daran angeknüpft als Mannschaft. Ich unterbreche für eine wichtige Mitteilung. Pamela! Ich muss dir was sagen. Fällt mir nicht leicht, aber... Pamela, das solltest du dir ansehen. Ganz durch dich wurde ich zum Mann. Und ich will deine Fruchtbarkeit teilen. Der hat doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Kann vielleicht mal jemand kommen? Wir haben ja Zeit. Wir können ja alles in Ruhe... Pamela! Ich war im Irrtum! Aber weitermachen! Es geht überhaupt gar nicht um Party. Ich war dumm! Unsere Torfrau, Constanze Rüffler-Erft. Unsere Torfrau. Ich liebe dich, ich bin blöd! Also, unsere Torfrau, Constanze Rüffler-Erft. Woher soll ich denn wissen, dass die auf der Lommatsche bauen und dass die 12 plötzlich über Klötze fährt? Hab ich geklebt. Huhu. Ilsch, geht's besser. Olaf, was willst du? Na, ich will... ein Kind.
Weißt du doch, sobald ich raus bin aus dem Zeug, dann geht's los. Schade. Ich hab so sehr gehofft, du sagst, du willst mich. Ich werde jetzt gehen. Mach's gut. Na. Pamela war weg. Nur das Musical war mir noch geblieben. Nach einer Woche Gips war ich aber immerhin wieder ganz der Alte. Heidrun hatte einen Typen aufgetrieben für diese Musical-Kohle. Die Jungs mussten wegen meiner Kollision mit dem öffentlichen Personennahverkehr zwar ohne mich proben, aber kurz vor der Premiere kam Captain Olaf wieder an Bord. Das würde sie noch mal zusätzlich motivieren. So, ich will von jedem heute 100%, mindestens. Besser sogar 108%. 10 Leute, 8% mehr, das sind 80% plus, das ist internationales Topniveau. Das muss wirklich nur so bang, bang, bang. Klar? Also ich finde, irgendjemand muss es ihm jetzt sagen. Olaf, du bist raus. Wie raus? Ja, du machst nicht mehr mit. Geht doch gar nicht. Wie wollten ihr das? Wir haben jetzt unser eigenes Ding draus gemacht, ohne dich. Und vor allen Dingen, ohne Handball. Ohne Handball? Ja. Ein Musical. Ich meine, sag mal, wo lebt denn ihr? In der Realität. Braucht ihr noch irgendwas? Klar, ein paar Nackschen. In einer Minute geht's los. Ja, so, also passt auf, wir sind mal ganz von vorne. Jetzt geht's los. Wenn du jetzt bleibst, geht auch ein Teil von uns. Ja, Großer, du bist raus. Gewöhn dich an den Zustand. Also, dass du das geschafft hast auf die Bühne, dass du dich traust, Respekt. Bei deiner Figur, wirklich. Sag mal, musst du alles kaputt machen? Mach doch deinen Mist alleine. Doch ein Teil von uns. Vielleicht muss ich mir was klarstellen. Ich gehöre nicht hierhin, das stimmt. Aber ihr seid meine Jungs. Ihr und Herr Stefan, du auch. Fati, selbst du, mittlerweile. Ihr habt allen place deep in my heart. Dabei ist eigentlich gar nicht mehr so viel Platz in meinem Herz, weil... Dann hört er jetzt auf zu quatschen. Auf einem von meinen vielen Wegen kamst du mir entgegen. Wie eine Schicksalshand aus dem Zauberland. Ich sang für dich alle meine Lieder, du schlugst nur die Augen nieder. Sonnenstrahlen spielten mit deinen Haaren, du warst noch unerfahren. Ich zeigte dir mein schmetterlingsgeblümtes Reich, unsere Haut flog uns davon. Gefühl wurde zu Fleisch, ich sprang in deinen Teich. Die ganze Welt war du,
und ich. Du warst mir ein gedeckter Tisch. Du knospetest mir entgegen, jung und dynamisch. Hey, hey, Mela, die Nacht mit dir war so schön. Pamela, warum willst du gehen? Wieder auf die Arbeit konzentrieren. Die Geburt muss jetzt absolute Priorität haben. Und Sie warten jetzt besser draußen. Was? Komm jetzt mit. Hä? Was denn? Sie können jetzt zu ihr. Nicht in Ordnung? Ich wollte ein Zeichen setzen. Gegen Rassismus. Was ist denn hier los? Ich hab doch gesagt, das ist das Baby aus Saal 3. Oh. Herr Schubert, Sie haben einen Sohn. Ah, eine Tochter. Glückwunsch. Ist da besser als nichts, oder? Gefällt sie dir? Ganz die Eltern. Mein Gesicht und deine Haare. Nuff, nuff, nuff. Sieh, was ich gebären ließ. Ich dachte, ich lebe es nicht mehr. Oh, ein kleiner Schubert. Junge, Junge. Genau, ein Junge, ein reiner Maria. Wie schön. Olaf, du machst mich stolz. Stolz und glücklich. Jetzt wird alles gut, ein Enkel. Jetzt kann ich endlich.
Vati? Danke, Olaf. Vati? Einer geht, ein anderer kommt. 4756 Gramm und 52 Zentimeter. Vater, Mutter, Kind, alles sind wohlauf. Herr Professor Schubert? Rainer Maria. Rainer Maria. Denkst du, ich habe nicht gemerkt, dass das ein Mädchen ist? Aber ihr macht noch einen Sohn. Und das werde ich mir doch nicht entgehen lassen. Das ist kein Problem. Ich kümmere mich drum. Wir machen noch mal Sex. Genau. Warum nicht noch mal Sex? Man kann ja dabei an was Schönes denken.